Einen schönen guten Morgen. Ich zeige euch die Marmeladenbrote jetzt mal, weil ich bin ein bisschen krank. Bin erst aufgestanden, habe für Marie jetzt gerade Frühstück gemacht und ich zeige mich erst später. Schaut mal, meine Lieben, so schaue ich jetzt gerade aus. Also, ich schalte die Kamera gleich weg. Nachher könnt ihr mich nochmal sehen. Und in der Zwischenzeit hat die Kira hier auf meinen Teppich gekotzt. Alles voll. Jetzt muss ich alles putzen hier. Wir haben die Bröckchen ein bisschen weggesaugt. Milé, was sagst du dazu? Eklig. Und wie läuft's? Ich bin krank. Ich hätte es auch gemacht, du hast das Ding. Nein, Also ich mach's lieber selber, weil da habe ich keine Ruhe, wenn sowas ist. die großen Brocken, die habe ich weggeräumt. Das waren ja zwei Riesenhaufen. Ich muss mich heute eh aufraffen. Das geht nicht, ich kann nicht im Bett bleiben. Und dann habe ich gesaugt und meine Frau tut jetzt noch putzen. Und alles mit Sagrotan. Ja. Das ist der passende Teppich für sowas. Ja, wenn man Hund hat. Und ich habe eine Minute vorher noch überlegt, ob ich Kira raus tue. Das hätte ich wohl besser machen Machen sollen. sollen, ja. Dann hätte sie draußen ihr Zeug gemacht. Kira, habe ich zur Beschäftigung so ein Knochen oder getrocknetes Rinderfell oder was man auch nennt gegeben. Und sie ist jetzt total beschäftigt, aber natürlich auf meinem Teppich wieder. Die sollte eigentlich in ihrem Bett das kauen. Aber meine Kira liebt unseren Teppich und kotzt auch nur drauf. Toll. Ich habe so ein neues Spiel, das Ei Oh. für dreijährige Kinder. Da kann man was lernen. Da kann man Farben Pink. lernen, da muss man Rätsel machen. Hier kann man, also man kann Tiere lernen, Zahlen lernen, Memo-Spiele, Suchbilder, Farben lernen, Merkspiele, Positive finden, Videorätsel und die ganze Geschichte habe ich schon Ja, so durchgelesen. eine Hip-App hat sie runtergeladen. Das ist ja für Dreijährige oder Zweijährige Ja, die und die nehmen macht es das. aber gern. Ja. Ich habe mich jetzt ein bisschen aufgerafft, meine Lieben. Ich habe eine Tablette genommen, ich habe Ibuprofen genommen, ein bisschen gegen die Schmerzen und so weiter. Ich habe mich ein bisschen hergerichtet, dass ich nicht so fertig ausschaue. Robert hat mir hier gerade gefilmt, wie ich einen Teppich geputzt habe und das war schon ein bisschen peinlich. Aber ihr dürft uns ja sehen im Alltag, wie wir ausschauen. Ich muss hier nicht immer perfekt gestylt sein. Milay hat vorhin unsere Family Fun Videos angeschaut, was ich gestern hochgeladen habe. Und warten jetzt auf den Robert, dass er mal runterkommt und wir mal gehen können. Und zwar wollen wir auf den Kirwai. Da ist Kirwai heißt Volksfest, Plärrer, was man auch nennen kann. Milay will dahin, hat gestern bei uns eröffnet und sagt unbedingt: Mama, Mama, geh mit. Weil ihre Freundin kann nicht mitgehen, also dann rafft man sich halt auf. Als Mama ist es eh so, wenn man krank ist, darf man nicht so viel liegen bleiben. Da muss alles noch funktionieren. Obwohl der Robert ist da echt sehr lieb, der macht alles, der tut alles, aber ich gehe mit für meine Milay. Nachmittagssnack für die Milay. Wie immer Marmeladenbrot. Die ist echt marmeladenbrotsüchtig geworden. Da schaut sie gerade unser Video an. Danach werden wir natürlich noch einen kurzen Abstecher zum Einkaufen machen. Wenn wir ein paar Sachen brauchen. Ja, ich nehme euch jetzt mal durch den Tag mit. Ob viel passiert, kann ich euch nicht versprechen. Aber ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß. Mein Gutschein? Den Gutschein habe ich auch. Mensch, jetzt schickt euch mal. Ja, ich komme ja schon. Also, ich nehme Hand. Nehme die Tür, ich bin halt krank. So, jetzt geht's ab zum Volksfest Kirwai. Achterbahn fahren. Plärrer und wie man das auch nennt in ganz Deutschland. Jetzt haben wir jetzt das dritte Mal schon. Das dritte Mal gibt es ein Video drüber. Es sind Und andere danach Sachen da, habe ich gehört. müssen wir nur Ja, es einkaufen gibt gehen. anstatt dem Karussell so ein Delfin-Karussell hat mit Pferden, Ehrlich? wo man sich draufsetzen Echt kann. Jetzt, oder? Das ist noch kein Kirwai, komm. Mein neuer Freund, der will mit. Wir haben eine kleine Planänderung. Wir gehen jetzt doch zuerst einkaufen, weil der Kirwai noch zu hat. Halbe Stunde braucht er noch. Schau, der Hammer, die muss immer in den Einkaufswagen rein. Immer noch mit 8 Jahren, das Aber liebt sie. Wir sind ja flexibel. Für den neuen Volksfest. Was? Das ist für Frauen, ja? Das ist nicht weg. Das ist von der Welt. Das ist auch nicht schön, finde ich jetzt. Aber für mich wäre so ein Ding. Ich auch Zeig mal. Kommt der von Darf ich mal sehen?
Mama. Gehen wir auf Augen. Die ist auch hübsch. Die mit ihrem Etikett immer da vorne. So, jetzt fahren wir erstmal das hier. Wir sind jetzt auf dem Volksfest. Milena und Papa sitzen schon drin. Den Rest von unserem Klärer- oder Volksfesterlebnis seht ihr bei Milenas Welt. Das Video ist schon online gekommen. Rüberschalten. So, jetzt müssen wir unsere Einkäufe einräumen und verstauen. Teil kommt in den Keller, Teil im Kühlschrank. Das kommt zu mir hoch. Das habe ich mir alles gekauft, weil mir fehlt mein Knabberzeug. Wir haben schon ziemlich lang irgendwie nichts mehr da, keine Chips und nichts. Und das sind meine Lieblingskekse. Kennt ihr die? Kaffeekränze. Die liebe ich. Mit dem fetten Zucker drauf da. Das macht man schon. Nachrichten checken. Hey, gell? Das ist private. Du kannst jetzt in die Küche gehen und das Zeug einräumen. Frau ist krank, ich gehe jetzt ins Bett, ich leg mich jetzt hin. Ist das okay für dich? Nicht so sehr. So, jetzt zeige ich euch mal meinen Hobby-Arbeitsplatz. Das war ja mal unser Drehtisch hier, da machen wir ja selten mehr was. Und da male ich. Habe euch ja erst meine Zombies gezeigt. Ich wollte euch gerade meine fertigen Figuren zeigen. Das wird die Spielfigur von Milay werden. Jetzt sieht man es. Das wird meine werden. Und da male ich gerade Chians Figur. Die gibt es ja immer in drei Versionen. Normal, als Zombie und Ultimate Version. Sind noch nicht ganz fertig. Also Schuhe und Hosen sind fertig. Oben muss noch gearbeitet werden. Tja, jetzt wollten viele sagen, oh Gott, was macht der, wie langweilig. Ist genauso wie mit den Eisenbahnfreaks. Das ist jetzt was ich so gar nicht verstehe als Modellbauer. Mir macht es mal einfach Spaß und Figuren und so weiter. Da könnte ich ständig einkaufen gehen, was Figuren angeht und so weiter. Aber jetzt male ich mal das Spiel komplett. Endlich mal, dann können wir spielen in 2 Wochen oder so. Denke ich, habe ich alles fertig und dann machen wir mal spielen. Wollte ich euch jetzt nur mal zwischendurch mal wieder zeigen. Jetzt gebe ich wieder weiter zu meiner Frau. Der Robert hat jetzt mir die Kamera einfach übergeben und ich wollte mich eigentlich jetzt hinlegen, ein bisschen, meine Lieben, weil Milay ist jetzt auf der Geburtstagsfeier mit Ilkay und Hakan, weil die Cousinen oder Nichten von Ilkay Geburtstag haben heute, sind auch Kinder, 2 Mädchen und die haben sie mitgenommen. Und ich denke, ich lege mich jetzt mal ein paar Stunden hin, dass ich mich ein bisschen ausruhe, weil ich habe Ibuprofen genommen und irgendwie habe ich jetzt so Schweißausbrüche und war ja auch noch draußen. Also so viel Spaß hatte ich jetzt nicht draußen, wenn ich ehrlich bin. Ist nicht einfach, wenn man so Gliederschmerzen und so weiter hat. Aber danach melde ich mich wieder zurück. Ein kurzes Update von mir, meine Lieben. Ich esse gerade meine Hähnchen- und Kartoffelsalat, was ich beim Volksfest gekauft habe. Ich habe Hunger bekommen. Ich habe jetzt 1/2 Stunde ein bisschen eine Serie angeschaut auf meinem Handy, konnte nicht schlafen, habe Hunger bekommen, habe mir gedacht, ich esse jetzt vorher mal. Und die Kira winselt aufeinander, die 2 alleine hier unten im Wohnzimmer. So, jetzt komme ich auch mal wieder runter. Es ist 9 Uhr abends, Milay ist immer noch unterwegs mit Hakan und Ilkay auf der Geburtstagsfeier. Meine Frau liegt halb tot auf der Couch. Ist ein bisschen unscharf da im Hintergrund. Kira gähnt auch schon. Ich mache mir jetzt noch eine Schüssel Haferflocken. Ich habe jetzt 2 Stunden gemalt oben. Und ja, ich würde sagen, ich beende den Vlog. Wird nicht mehr viel passieren heute. Also Milay kommt und geht ins Bett. Jo, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Du bist hinten ganz verschwommen. Ja, ich bin jetzt total fertig. Ja. Wie dein Kopf, der ist auch gerade ein bisschen verschwommen. Ja. Gut, also meine Lieben, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.